Wehe, der klaut. Das war keine rote Mana-Source, das ist schon mal sehr gut. Okay, ich wollte gerade sagen, T-Bite, benimm dich. Okay. Come on. Okay, komm. Oh, der zweite Schock, wirklich. Warte mal, überleg. Ja, moin Leute, Solaris hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Team Challenge von Shibi und mir. Und diesmal mit einem ganz besonderen Deck. Und zwar zocken wir im Historic Mono One Drops. Die Idee des Decks ist es, einfach nur CMC 1 oder Mana Value 1 Karten zu spielen und irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Wir haben uns dazu überlegt, naja, also lang darf das Game nicht dauern. Das heißt, wir müssen irgendwie ein möglichst aggressives Deck bauen mit zwei Power-Kreaturen auf dem, im Einser-Slot und irgendwie guten Karten, Fervent Champion, ein paar Pump-Spells, Infuriate, synergiert sehr, sehr gut mit Fireblade Charger und dann möglichst schnell einfach gewinnen, bevor die Gegner irgendwie in ihre Combo und in ihre powerfulen Spells ziehen können. Das ist natürlich extrem schwierig, dessen sind wir uns bewusst, aber wir wollen die Challenge natürlich auch extrem schwierig gestalten. Ja, und so kam halt dieses Deck zustande, Mono, Rot-Weiß, One-Drops. Das Deck ist ganz lustig. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr das Deck selber mal austesten wollt, findet ihr natürlich eine Deckliste, genauso wie die bisherigen Challenges, alle in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, hole ich jetzt mal den Shibi dazu und dann gehen wir ein bisschen in die Games. Bis gleich. So, ja, überraschenderweise ein Land. Ich meine, damit können wir sehr viele Spells casten. Was sagst du? On the draw auf jeden Fall keep. Ja. Schon, oder? Ja, komm, wir versuchen. Ja, ein Land, wir können drei Karten. Ja. Damit casten. Mach mal einen Keep. Zwei Draw-Steps für ein Land. Ja. Ja, ne? Ich würde sogar fast sagen, es ist ein schöner Keep. Also ist okay. Ja, die drei roten Karten irritieren mich noch. Oh. Also wir legen mal eine Plains. Spiel 1 ist ja Testspiel, ne? Das stimmt. Welche von den drei wollen wir denn am ehesten gegen den Speaker tauschen? Haben wir noch andere Ritter eigentlich, außer sie selber? Fervent Champion. Oder? Oh, stimmt. Ja, stimmt. Hast recht. Ja, dann eher. Ich glaube, ja. Ja, ja, ich glaube, wir nehmen die Nymphe und dann hoffen wir mal auf den Trade. Könnte das Engeldeck sein? Das ist natürlich nicht. Da sind wir natürlich nicht ganz so gut gegen, ne? Also. Ja, viele Kreaturen. 1-4. Oh, ja, hätten wir mal einen 2-1er gelegt. Ja. Aha, okay. Das ist aber gut. Das ist aber sehr gut. So. Und wir haben einen Schock auf der Hand. Oh, das ist gut. Ja, und wen wollen wir denn jetzt wegnehmen? Man könnte jetzt Schock auf den Speaker und nächste Runde hätte man ja 2 Damage für Luminarch Aspirant und dann noch einen Drop legen. Ach stimmt, ja. Finde ich eigentlich ganz okay. Machen wir Schock. Greifen wir an. Ja, greifen wir an. Klar. Ja, wir greifen auf jeden Fall. Ja, sicher. Ja, Lebenspunkt. Ja, super. Easy. Wir werden ja wahrscheinlich nicht blocken. Ja, wobei vielleicht. Keine Ahnung, wenn der 2-2 Luminarch Aspirant angreift, können wir schon blocken, oder? Achso, ja, dann würde ich blocken. Wenn der angreift. Wenn der angreift, natürlich, ne? Daxos. Daxos ist ziemlich gut gegen uns. Ja, so viel Widerstand. Und vor allen Dingen, der wird auch nicht powermäßig zu groß. Also. Okay. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Aspirant töten, oder? Also, ich meine, wir können natürlich 2 One-Drops legen. Aber der Aspirant macht so viel Bonus irgendwie? Ja, ich glaube, den Aspirant können wir tatsächlich nicht liegen lassen. Na, ich glaube auch. Machen wir mal twice X Damage. Würde ich gerne 2 Schaden machen. Das ist ein etwas teurer Schock. Etwas teurer Schock Sorcery etwas Speed, teuer, aber gut. Ja. Und das macht alles Lebenspunkte. Das ist wirklich ein gutes Deck gegen uns. Wir haben den Gegner aber immerhin schon auf 23. Also. Ja, sehr gut. Irgendwie gehen wir in die. Irgendwie gehen wir in die. Gehen wir in die falsche Richtung hier. Komisch. Naja. Das ist echt nicht das einfachste Matchup. Nee, Mono White Life Gain ist bestimmt nicht das leichteste Matchup, leider. Okay. Oh, boy. okay. Ja. Wir brauchen halt nicht wirklich blocken. Midrange oder ein langsames Deck. Wir müssen halt irgendwie mal Tempo heute gewinnen. Okay, Fervent Champion lässt uns auch nicht mehr angreifen. Ich meine, wir können einfach Fervent Champion und Venerable Knight legen. Und dann, ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwie noch gute Blocks zusammenkriegen. No Attacks. 2-2 Lifelink, 3-3 Gain Life, 2-6 Gain Life. Boah. Es ist schon heftig. Aber es sieht jetzt noch nicht super, super schlimm aus, würde ich sagen. Es ist nicht gut. Okay. Auch nur One-Drops am Start. Wie kriegen wir... Ah, 27. Ja, perfekt. Ja, jetzt wird es langsam doch unangenehm, ne? 2, 4, 5, 6. Ja, das stimmt. Das
Hat sich schon ein bisschen weil nach Good Game die an. Die Sache ist, ich glaube, wir verlieren halt gegen den 4-4er Engel. Den kriegen wir, ja, wobei doch. Jetzt kriegen wir ihn weg, aber da kommt ein neuer. Aber wir müssen erst den Speaker abschießen. Nee, wir können den Speaker gar nicht abschießen. Da ist auch noch Schutz vor einer Farbe plus der Selfless Saving. Ja, ich sehe hier Folgendes. Ich sehe mal so ein Good Game und dann versuchen wir es mal in der nächsten Runde. Das gefällt mir. Good Game. So, jetzt haben wir mal on the play sein. Schöne Hand hier. You go first. Oh ja, oh. Ja. Gegen Jorion. Wir haben hier Doppel-Ascher. Ja, das ist doch, das könnte doch schon hier in die richtige Richtung gehen. Auf jeden Fall. Ja, wir müssen halt über Tempo wirklich gewinnen. Genau, das stimmt. Da könnte, was heißt, jetzt ist meine Frage, legen wir dann gleich zwei One-Drops? Wahrscheinlich, ne? Ich denke schon. Ich glaube, wir sollten einfach voll reinspielen. Ja, ich glaube auch. Also dann hier nochmal und vielleicht die Alsaid als Protection oder lieber den. Ja. Nee, lieber Alsaid. Fairy Guide Mother natürlich für Damage nochmal behalten. Ja, guck mal hier. Die One-Drops, jetzt wird richtig reingeballert. Schön aggressiv, das war der Plan. Mhm. Sargoth Triumph, ja. Jetzt irgendwie, mach doch mal so ein Ram, mach doch mal so ein Wolf Willow Haven oder sowas. Einfach gar nichts. Oder gar nichts. Oder einfach mal gar nichts. Oder gar nichts, genau. Nein, einfach guck den nichts. Nicht so an. Guck den Ascher nicht so an. Hm. Na gut. Okay. Turn 2, Remove Spell. Ja, Infuriate ist eine Karte. Machen eine rote Mana-Quelle wäre schön. Wir machen einen 1-1er, oder? Ja, würde ich auch sagen, weil der Cleric unten, der macht ja nicht wirklich was. Ja, der ist genauso gut wie der 1-1er quasi. Denke ich auch. Dann lieber Ressourcen sparen. Genau, und dann irgendwann vielleicht mit der Fairy Guide Mother nochmal drüber klegeln. Ja, genau. Gut, 15 Lebenspunkte, schon mal neuer Highscore. Stimmt. Oder Lowscore, je nachdem. Gegen Life-Gain waren wir ja nicht. Gegner schon gut. Auf 15. Outflank ist natürlich auch stark. Ja, machen wir nochmal einen 1-1er, ne? Würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Und dann gucken wir, dass wir nicht gegen Shadows Verdict verlieren. Jetzt schauen wir einfach mal, dass wir ein rotes Mana ziehen. Das boah, das wäre auch saugut, ey. Hier schön Doppel-Infuriate. Das 6 Bonusschaden. Das ist schon gut. Vielleicht legt der Gegner jetzt einfach Jorion, dann können wir den outflanken. Also fast. Das wäre auch gut. Valky können wir outflanken. Das ist saugut. Der macht hier nichts, weil wir tatsächlich das schöne Removal. Ah, nee, Ad-Hitting. Na gut. Wenn er blockt. Na gut, okay. Ja, aber Valky ist kein Math Removal. Das ist schon in Ordnung. Genau, das stimmt. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist okay. Der soll ja wahrscheinlich, mit dem kann man ja auch eigentlich blocken. Ist ja kein Problem. Hm. So, jetzt wahrscheinlich. Ah, Jorion auf die Hand. Na gut. Okay. Alsaid, okay. Ja, einfach Attacks, oder? Ja, Attack mit allen. Und dann gucken wir, wenn geblockt wird, spielen wir vielleicht Outflank. Und wenn nicht geblockt wird, spielen wir vielleicht einfach nur eine Alsaid und lassen uns Protection offen. Ja, spielen wir schon Outflank, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und dann haben wir noch einen One-Drop dahinter. Ja, oder lassen wir uns Protection offen? Ach so. Weiß ich gar nicht. Oder hätten wir den sterben lassen müssen? Ich glaube, ich würde einfach reinlegen ins Board. Ja, meinst du? Ja, kann man schon machen. Ich meine, wir verlieren so oder so gegen Mass Removal. Also. Ja, das ist wirklich das Argument. Ich wollte gerade sagen, jetzt eine rote Mana-Quelle ziehen, dann haben wir ja ordentlich Pump. Dann haben wir richtig gut, ja. Dann kriegen wir das wahrscheinlich auch irgendwie hin. Oh, Omen. Aber das könnte nur Extinction Event bedeuten. Dann halten wir wenigstens ein bisschen was übrig. Eine Karte on top gefällt mir allerdings nicht. Also das sollte Bottom sein. Das muss nicht sein. Ja. Ja, das wird das Extinction Event sein. Ja, haben wir 2. Nee. Oh, warte mal. Das geht klar. Das rotes geht klar. Mana. Komm, nein! Schade. Sollen wir Schaden mit der Fee einfach jetzt? Na, wobei. Ich bin auch am Überlegen. Das sind dann 6. Ja, ich glaube schon. Wir haben Schocks auch im Deck, ne? Ja, wir haben Schocks im Deck. Aber dann müssen wir. Kein Mana, aber. Ja, ich glaube, wir machen das. Ja, ich würde jetzt auch nicht mehr aufs Feld legen. Komm jetzt. Falls jetzt wirklich das auf 2 Life, ey. Mit nur One-Drops. Auf geht's. Gegen Jorion. Das wäre richtig gut. Das wäre das Exempel zu zeigen, Leute. Man kann diese Greedy-Decks einfach besiegen, indem man nur One-Drops spielt. Das wäre nice. Jetzt kein Mass-Removal. Kein Mass-Removal. 1, 2, 3. Aber es könnte Emergent Ultimate. Ah, was macht das? Okay, wir dürfen nicht extra Zug geben. Aber das kommt wahrscheinlich. Besiegt aber, oder? Je nachdem, was jetzt rausgesucht wird. Ja. Das könnte ein interessante Auswahl werden jetzt tatsächlich. Also es wird wahrscheinlich wieder Extrazug, irgendeine Form von Wrath-Effekt und weiß ich nicht. Ja, es muss ja ein Wrath-Effekt dabei sein.
Boah. Ja, wir geben auf jeden Fall, also nicht den Extrazug. Ich würde sagen, Extrazug wegschaffeln, dann noch darauf hoffen, dass Verdict und Chariot in der falschen Reihenfolge auf den Stack gelegt werden und dass Ja. Verdict die Spielsteine vom Chariot mitnimmt. Ja, das stimmt, das wäre super. Dann kann ich ja hier mal übernehmen, ne? Während der Kai kurz AFK ist. Ja, Gegner hat leider die Karten in der richtigen Reihenfolge auf den Stack gelegt. Und ja, ich kann die Karten ja nicht bedienen. Leute, ist denn alles gut bei euch? Können uns gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn euch das Ganze hier gefällt, unsere Videoreihe. Würden wir uns mega drüber freuen. Nur die Zeit mal erfolgreich genutzt hier. Und ich denke, wir müssen halt jetzt hier eine fliegende. Ah, da bewegt sich was. Ja, genau. Das Ich habe die Zeit ein bisschen überbrückt. sehr, sehr Kannst dir dann gut. später die Aufnahme anhören. Ich würde sagen, wir Ich würde legen sagen, wir zwei brauchen eine Flieger, ne? fliegende. Ja, genau. Fliegende Kreaturen an der Stelle legen. Oh, wir haben Schock gezogen. Ja, alles ist ziemlich gut. Das ist ja perfekt. Jetzt ziehen wir nämlich das rote Land. Wahrscheinlich, denke ich mal, kommt ein Jorion, der die Flyer Ja, droppen kann das stimmt und halt mehr natürlich. Spielsteine macht und so Ja. weiter. Aber wir ziehen das rote Land und dann haben wir's. Ich denke Würde ich mal auch. behaupten. Lass das einfach mal machen. Ich übernehme das hier. Leute, wie gesagt, wir müssen ja nur noch für den Schock das rote Mana finden. Ich würde gerne wissen, was der Kai da gerade macht. Aber ist okay. Mal gucken, was unser Gegner stattdessen macht. 8 Mana. Das ist jetzt auch gerade mal. Ah, 9 Mana wäre schlimmer, aber auch 8 Mana ist schon super stark. Oh, cycelt als erstes. Also ich tippe ja auf jeden Fall auf den Jorion. Also Jorion muss ja sein als fliegender Blocker. Man greift an. Genau. Man greift an. Kopiert eine Katze. Ah, das ist natürlich jetzt auch stark gespielt. Ah, okay. Jetzt sind wir einfach ein Noch rotes ein Verdict. Land. Aber wir ziehen ja das rote Mana. Habe ich auch schon gesagt. Wir Come ziehen das on. rote Mana. Schock. Easy. Oh! Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Das Legen wir die? stimmt. Ja, ich meine, das tut nicht Node, aber tut auch nichts Schlimmes, ne? Ja, ist, glaube ich, relativ egal. Ja, genau. Also, oh Mann, das ist so ein spannendes Game. Das ist ein richtig gutes Game. Das ist wirklich ein richtig gutes Game. Okay, Omen, ja. Ich meine, die spielen natürlich schon auch Counterspells wahrscheinlich, ne? Möglich. Ich meine, das ist so ein bisschen Spielsteindeck. Ja, klar. Ja, vielleicht so. Aber wohl, wahrscheinlich nicht viel. Hast du schon recht. Also, ich glaube, Also wenn man. nicht super viel, denke ich auch. Und Life-Gain? Auch nicht so viel wahrscheinlich. Wir können ja sogar den Schock auf der Hand behalten Ja, und das dann ist. genau auf den richtigen Moment warten. Wobei, das Ja. wird ein bisschen schwer, aber mal Ja, ich sehen. glaube jetzt, Der genau. Gegner hat halt dezent viel Mana, aber jetzt komm, komm, einfach nur ein ganz kleiner Mountain. Ganz entspannt. Komm, zieh uns mal ein. Ganz entspannt. Wir haben auch schon 14 Karten gezogen. Ja, wir haben aber auch leider. Ah, die Hand! Wir wollten ja unbedingt Zug 2 die weißen One-Drops legen. Ja, vielleicht war das der Fehler tatsächlich. Und dann haben wir tatsächlich nur die ganze Zeit aktiviert, ne? Also die ganze Zeit die Boast-Ability vom Ascher Ja. aktiviert für ein weißes. Das könnte echt der Aber ich meine, Spielentscheidende. das hätte ja auch locker klappen können. Guck dir unsere Hand an. Ja, klar, natürlich. Ja, Und es kann sicher. immer noch klappen. Nein, wir bleiben jetzt positiv. Wir Stimmt, gewinnen das stimmt, jetzt. stimmt, Zweiter natürlich. Versuch. Ja, boah, das Zweiter wäre. Versuch. Eliminate ist okay, alles gut. Solange Das ist da ja wirklich oben alles die drei okay. Handkarten nicht tragisch sind. Richtig, richtig. Gut, ich Jetzt meine, viele Runden haben wir schön nicht mehr. Das pounden. sind 8. Nächste Runde Wie sind viele es. rote Mana-Quellen haben wir denn noch im Deck? 3 Doppelländer plus so 8 Mountains. So 11 bestimmt, oder? So Ja, 11? ich glaube 10? 9. 9 haben wir noch. 9? Aber 9 aus? Das ist okay. Ist machbar. Ist immer Ist noch machbar. machbar. Wehe, der klaut Das ein. war keine rote Mana-Source, das ist schon mal sehr Okay, gut. ich wollte gerade sagen: T-Bald, benimm dich. Okay. Come on. Okay, komm. Oh, der zweite Schock, wirklich. Warte mal, überleben wir das noch? Nee, Shark Typhoon, Crude, das Ding, dann sind es 14, es sind exakt 15, ne? 4, 8, 12, Ja, 10. es sind exakt 15. Wenn Okay. unser Gegner das macht. Wenn unser Gegner das macht, genau, es ist noch Aber wir nicht. haben Doppelschock. Das ist so Oh, bitter. hätten wir vielleicht. Ah, das ist sowas von machbar, Oh, die warte mal, das Herausforderung ist heute. auch relativ lethal, Das wird eventuell 1, 2, ein 3, 4, 5, leicht. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, es sind 10, 10 Haster. Na gut, vielleicht spielt der Gegner um Giant Killer rum. Er crewt schon mal. Jetzt gehen wir in die Attacks. Ja, sind wir nicht tot.
Nice. Oh, wir haben Top-Deck-Schock immer noch. Habe ich jetzt nicht kommen sehen, nee. Aber top. Ey, richtig gut. Oder geht der jetzt auch auf Spieler? Nee, das geht nicht auf Spieler. Extinction, das macht alles nichts. Come on, jetzt die rote Source von oben. Ganz entspannt. 42. Ascher. Nein, schade. Na. Das reicht. Haben wir nicht gepackt, aber das war gut. Das war gut machbar. Ja, ich glaube, wenn wir da den Needleverge Pathway legen. Ah, da ist das Essence-Getter. Okay, Counter werden gespielt, aber wahrscheinlich keine Negates oder sowas. Na gut. Schade. Also dann, okay, komm. Ja, da gehen wir ins nächste Game und dann. Ja, aber komm, ich lasse den Gegner hier noch eben schnell das gewinnen, wenn er schnell macht. Ja, komm, Crew das eben, macht die Katze. Was ist? Avanet hat verdient gewonnen. Oder yo, Gewinner auch. Sauber, mit dem 5-1er, sehr schön. Alles klar. Ja, dann auf good ins game. Nächste Game. Ja, komm. Ja, gute Hand, aber nicht on the play. Gegen Loros ist immer gefährlich. Ne? Aber wir gucken. Das ist wirklich gefährlich. Wir versuchen es natürlich. Das versuchen wir auf jeden Fall. Oh, wir waren so nah dran. 2 Lebenspunkte, Doppelschock. Uff. Oh, Eidolon. Oh. Mit Lifelink. Ja, und schön. Das ist Ors of Aura. Das ist, glaube ich, auch nicht das beste Matchup, was man sich so wünschen kann. Aber ich denke, wir legen hier einen Knight und dann ja. Gucken wir mal, was so passiert, ne? Deadweight wahrscheinlich. Mal sehen. Ja, Deadweight zieht eine Karte, gained ein Life, attacked. Sowas in die Richtung. Hat aber kein weißes. Schöner Myers Ground. Der Klassiker, würde ich sagen. Ja. Müssen wir das Eidolon abrüsten? Ich würde sagen, ja. Lohnt sich immer, das Eidolon abschließen. Guck mal, kennst du diese Karte hier, ne? Hast du diesen Mountain? Habe ich noch nie gesehen. Wie gut der letztes Game gewesen wäre. Der wäre schon. Ziemlich gut. Na dann, Eidolon, auf geht's. Ja, würde ich sagen. Langsamer Start, aber ein Eidolon können wir halt nicht liegen lassen. Nee, das geht nicht. Also das wenn da noch so irgendeine Aura drauf fliegt oder so. Nächste Runde, hier plus 3 plus 1. Shit. Okay. Ja, das ist alles ein bisschen traurig. Aber vielleicht kein Land. Ein bisschen. Vielleicht kein Land oder so. Und wir können. Na doch, ein Land, okay. Und noch eine Vessel. Okay. Fervent Champion. Mhm. Kann man Fervent Champion legen und mit Fairy Guy immer da pumpen und attacken? Ich weiß nicht, ob das ein guter Long-Term-Plan ist. Ist das ein Spontanzauber eigentlich, der Pump? Nee, von der nee, ist ein Sorcery. Ne? Ja, okay. Ja, gut. Boah. Ja, vielleicht sollten wir das aber trotzdem machen. Dann können wir das Mana komplett ausnutzen. Am nächsten Runde legt die Guide Mother als Kreatur plus Nymphe plus Protection oder nochmal pumpen. Ich meine, was wollen wir jetzt groß machen? Ja, das stimmt schon. Ich meine, die Alternative ist Fervent Champion plus Nymphe legen. Das geht natürlich auch. Macht aber ja dann nichts. Dann haben wir doch keine Tech. Ja, das stimmt. Aber so greift der Lifelinker jetzt nochmal wieder an. Ja, komm. Wir versuchen es. Ja, stimmt, einfach. Der Lifelinker haut uns ja dann. Ach komm. Es ist ein Mono-One-Drop-Deck. Das muss ins Gesicht gehen. Eigentlich schon. Ja gut, wir machen 3 Schaden. 1 Lebenspunkt zurück. Das ist schon okay. Dafür, dass irgendwie der Zug besser ist. Ja. Also irgendwie. Loros auf die Hand nehmen ist natürlich. Ja, Loros ist halt auch super gut gegen uns. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schock. Ja, oder das. Ja, aber oder das ist das. Sorcery Speed. Naja, nicht, dass wir können ja, genau wie du gesagt hast, Nymphe Guide Mother Protection offen lassen. Zum Beispiel. Ja, ne? Ja, ja. Greifen wir dann nicht mit Fervent Champion an? Oder. Also wenn wir jetzt, ich meine, wir können den bringt ja jetzt nichts, einen Schaden so sonderlich. Wir können die Wässe dann blocken, aber dann kommt die halt als 5-5 Demon wieder. Vielleicht, richtig, vielleicht können das wir, stimmt. Vielleicht können wir doch besser angreifen. Dann legt er Loros und dann kommt noch nicht so viel Value durch, weil wir würden die Wässe wahrscheinlich nicht blocken. Ich glaube, das ist okay. Es kommt wahrscheinlich Loros plus Eidolon aus dem Friedhof. Das ist schon so schwer für uns. Allein der Loros ist einfach schon so eine gute Karte als achte Handkarte. Das ist schon super schwer. Das überhaupt zu besiegen, würde ich mal sagen. Ach so, okay, der ist ja doch im Graveyard. Na gut, okay, perfekt. Ja, dann haben wir Loros plus Archfiends Vessel oder Demon, gegen den wir kämpfen müssen. Das wird auf jeden Fall sportlich. Ja, wir haben leider noch zu wenig Schaden gemacht. Wir haben ja immer noch so dieses Play unblockbar mit Schutz vor Schwarz oder so. Aber gegen 18 Lebenspunkte haben wir das irgendwie noch nicht, das Play. Nicht so ganz. Oh Mann, ey. Na gut, also wir können jetzt Loros wegnehmen, müssen irgendwie den 5-5 Demon besiegen und wahrscheinlich den nächsten Demon, jawohl, der muss ja jetzt erstmal nicht kommen, wir können ja erstmal Loros abschießen, eins nach dem anderen. So. Eins nach dem anderen, jopp.
Aber das Problem ist halt, also wir können nicht mehr so richtig viel Late Game Top decken. Also, das ist in dem One-Drop-Deck immer so ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das werden wir auch verlieren. Einfach wegen dem Logos. Ich glaube nicht, dass das hier groß funktioniert. Jetzt können wir sogar mit dem vierten Land den Dämon abschießen, aber das bringt es halt auch irgendwie nicht. Ja, dann Der kommt Logos halt wahrscheinlich einfach so irgendwann wieder gut der ist. nächste Dämon oder so. Ja, ich glaube, wir nehmen Lurus mit hier. Ja, müssen wir. Müssen wir eigentlich. Und dann haben wir aber eigentlich auch nicht so richtig, was wir sonst machen können. Naja, gut, wir versuchen es mal. Ja, ist ja egal, wie viel Damage wir denn machen. Ich glaube, ich will die Guide Mother eh nicht spielen. Obwohl Richtig, wollte gerade doch. sagen. Dann können wir den doppelblocken. Dann kann der nicht mehr angreifen. Aber dann verlieren wir Protection. Ja, ich würde sagen, einmal Ich nehmen glaube, wir noch. ja, weil es egal. Für eins ist nicht so wichtig, Ja, aber stimmt. Stimmt. jetzt wird doch eh der Loris wiederbelebt. Ich bin dafür, wenn der Loris wiederbelebt wird, dann gehen wir ins Gehen nächste wir ins Spiel. nächste Game? Ja, finde ich, ist eine gute Geschichte. Ja, Also wenn jetzt ein Call kommt. ich block mal nicht. Aber es sieht schon Ja, ich wollte arg gerade sagen, es düster sieht aus. super nach irgendwas aus, weil Vessel mit angegriffen hat. Das ist bestimmt Call of Lurrus. Und Ja. dann wollte man Replay Vessel als Dämon machen. Habe ich, ja, denke ich auch. Gut, wir haben dann aber auch Hat man schon immer wieder noch unter Hol 20, ne? Lurrus, spielen Eidolon wird jetzt kommen wahrscheinlich, ist so meine Pre. Ah, oder ein Hier. Awakening. Ja, gut, dann haben wir hier. Ich habe hier diesen Agadeems Conceit Ja. gefunden. Das ist ein schöner Conceit-Knopf. Ja, der gefällt mir. So, dann schauen wir mal, was der Jasper für uns bereithält. Jorion, perfekt. Wir fangen an. Und eine gute Hand. Ja, das keepen wir. Auf jeden Fall. Wir brauchen halt echt ein langsames Matchup. Ich glaube, Jorion ist so an sich eigentlich ganz okay. Genau, auch wenn wir Jorion alle nicht so sehr mögen, ist das gerade für uns sehr gut. Das ist super okay. Sagst du gleich Fairy Guide Mother, Pump, hauen für 4? Wahrscheinlich, ja. Oder 2 One-Drops legen? Nee, ich glaube, ich würde den Pump schon noch mitnehmen, glaube ich. Okay, machen wir. Jetzt lege ich aber auf Oder? Rot hier. Ja, bitte, bitte. Ich glaube, das ist ganz gut. Rotes Mana Können wir jetzt hier doch gebrauchen, ne? könnte okay sein. So, hauen für 4, sehr schön. Macht schon mal Gegner gut. schon auf 16. Also wir haben nicht viele Gegner unter 16 gekriegt bisher. Ja. Oh, Glascasket. Na gut. Ja. Aber würde ich sagen, legen wir 2 One-Drops, was? Ja, jetzt auf jeden Fall, ja. Das ist doch okay. Ist okay, genau. Das ist sehr okay. Wir haben auch immer noch, sehe ich gerade, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wir haben immer irgendwann das Play Fireblade Charger Infuriate und dann outflank den Charger, wenn wir genug Kreaturen haben und so eine Stimmt, Art Vierschar. Also yo. so ein ganz merkwürdiges Play ist da immer Ja, voll machbar. gut. Wir haben eine Menge Fireblade Charger auch. Ja, greifen wir an für 2 und legen ein, oder? Ja, würde ich sagen, ja klar. Fireblade Charger speichert ja auch hier den Schaden. Virtuell ist der Gegner auf 12. Außer Extinction Event oder so. Es sieht sehr nach Blau-Weiß Jorion Arc Ja, Patroller aus. ja, ja. Können wir jetzt gleich theoretisch sogar Charger legen und outflanken, also die Wall outflanken? Aber es ist vielleicht. Ja. Boah. Doppelbirth. Ist stark. Lebenspunkte und Blocker. Was geht noch? Oh, Schock ist immer gut. Ja, aber machen wir jetzt. Oder machen wir Attack und Infuriaten gegebenenfalls? Oder Ich glaube, dann schwimmen. würde ich tatsächlich eher das. Ja, wobei, da kommt gleich nochmal eine Wall. Aber ich glaube, wir können tatsächlich Charger machen und dann Outflank. Es Ja, ist, glaube finde. ich, egal, ob wir erst mit Infuriate Schaden drücken oder nicht. Ja, das stimmt. Ja. Na gut, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der Attack war jetzt umsonst. Gegner ist auf 12, geht jetzt wieder auf 14. Oder? Ah ja, okay. Wollte gerade Ja. sagen, weil die Birth nicht getriggert haben und mich ein bisschen Besser gewundert. als auf 16, würde ich sagen. Das ist schon übel. Doomscar? Gegner virtuell 24 Lebenspunkte gehabt. Mhm. Okay. Jetzt komme ich Flieger wieder so ein weg. bisschen in das Territorium. Jetzt müssen wir uns beeilen. Schock auf die Skyclave Apparition. Hauen. Venerable Knight. Ja, würde ich auch sagen. Das ist wahrscheinlich ein Behold the Multiverse, nehme ich mal an. Oder, könnte auch ein Saw It Coming sein. Könnte auch der Counter sein. Kann auch alles sein. Aber in der Regel würde ich sagen auch entweder Doomscar, Behold oder Counter. Ja. Das sind ja so die Karten, die man so in der Regel sieht. Das ist der Counter. Es ist der Counter. Naja, gut, wir können trotzdem angreifen. Eben, sind ja Fireblade Charger. Einen guten Schadenspunkt machen wir. Ich Naja, und meine, dann kommt. wir kriegen auch einen 1-1er wieder.
passt. Ja, das sieht doch schon saugut aus. Gegner hat auch nur noch 4 Handkarten. Aber Doppelbirth ist halt auch in einem Jorion-Deck. Ja, das ist halt heftig, ja. Das sind die besten Karten gegen Aggro. Und er hat halt Glascasket, Doppelbirth. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Carter on top ist auch nicht das, was ich sehen will. Nimm mal Jorion auf die Hand. Nee. Das ist eigentlich das Match, aber wirklich, was wir sehen wollen. Irgendwie. Ja, das stimmt. Ist schon okay, auch wenn es jetzt gerade nicht so gut aussieht. An sich ist es okay. Okay, gain 3 Life. Mach nur Leben. Läuft bei uns. Attack mit allen. Ich würde auch sagen, Attack mit allen, je nachdem wie geblockt wird. Vielleicht Infuriate. Die Kreatur, die vom Prinz geblockt wird. Und dann würde ich wahrscheinlich den Giant Killer ausspielen, weil der nächste Runde auch tappen kann. Mm. Sobald wir einen Mass Removal abkriegen, haben wir wahrscheinlich eh verloren. Ja, das stimmt. Ja, aber wir haben. Giant Killer kann auch die Mauer wegtappen oder so nächste Runde. Ja, ja, vielleicht. Genau, ja, klar. Müssen wir versuchen. Infuriate, okay. Gegner nimmt schon wieder 2. Stark. Haben wir Giant Killer, nächste Runde Attack für 5. Gegner nur noch 4 Handkarten und ein Jorion im Tank. Geht ja noch. Das geht ja noch, würde ich auch sagen. ich weiß nicht. Das Gefühl, dass wir uns sehr, sehr schwierige Challenges in letzter Zeit überlegt haben. Also, ja, das stimmt. Aber lieber zu schwer als zu leicht, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Sonst sind wir ja wieder nach einem Game fertig. Das geht ja nicht. Ja, das geht wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. Nico Ares. Okay, Nico Ares für nix. Nico Ares für nix ist okay. Schießt einfach eine Kreatur ab, oder was? Ja. Oh, okay. Ja, das ist aber okay. Das heißt, das ist auf jeden Fall. Erstaunlich okay, ja. Das ist kein Wrath-Effekt bisher. Okay, dann kann der Giant Killer auch angreifen hier. Ja, und dann würde ich sagen. Wir müssen leider Nico töten, ne? Weil der macht jede Runde eine Kreatur kaputt. Sonst ja, das stimmt. Das geht auch auf Planeswalker. Das heißt, ich könnte Nico einfach töten. Ach! Oh, dann sollten wir das vielleicht so machen. Sind das jetzt 2 vertelte Karten? Nee, das sind 2. Ah, doch, das sind 2 Vorteile. Das sind 2 Vorteilkarten da. Ja, wir können es ja mal gucken. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir 2 Damage auf einen Planeswalker machen. So. Ja, das ist eine gute Idee. Erstmal gucken, was passiert. Wenn das gecountert wird, dann müssen wir natürlich mit 3 Kreaturen Nico angreifen. Ansonsten ja. Full Face. Ja. Und jetzt haben wir auch eine ganz gute Wrath Protection. Okay, na gut, das wird gecountert. Okay. Das ist aber okay, wenn das ein Counter ist. Unser Gegner kann auch nicht Jorion in einem Zug ausspielen. Dafür fehlt ein Mana. Im Moment also, schon. Ja. Die Ressourcen sind gerade recht fair verteilt, sage ich mal. Unser Gegner hat natürlich die unendlich guten Top-Decks im Vergleich zu uns. Ja. Aber wir haben hier eine schöne Wrath Protection. Okay, jetzt geht. Anheim Unleashed. Nee, es war der Land Jorion. Okay. Land Jorion. Okay, gut. Aber das ist halt auch nur eine Kreatur. Richtig. Und wir können auch einfach jetzt mit dem Giant Killer, wir können 2 Schaden machen, immerhin. Das ist immer noch sehr. Ich glaube, wir sagen jetzt Go, oder? Und tappen End of Turn. Ist, glaube ich. Und greifen nicht an? Ja, ich glaube schon. Weil. Ja, ich glaube hier tappen ist besser. Okay, wir haben jetzt 2-mal Protection. Na gut. Irgendwie muss die Wall weg. Okay, was ist das? Wenn das Behold the Multiverse ist, wäre natürlich ärgerlich. Skyclave Apparition können wir absolut nicht verhindern. Nope. Ja, okay, haben wir den einen Tap. Und dann halt den Trick gegen die Apparition. Beziehungsweise. Na, wobei, das macht uns zerstörbar, ne? Sollten wir schon machen, wahrscheinlich. Oh, okay. Das ist eine Illusion, das ist ein Goblin Warrior, das ist ein Spirit Warrior. Ja, dann einfach nur für 2, oder? Und den Ascher legen? Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Lieber was aufs Board legen. So, könnte ein Counterspell sein hier. Aber dann ist auch keine Handkarte mehr da. Eben. Ja, okay. Das ist okay. Aber jetzt kommt der Top-Deck-Meister. Ja. Mal sehen. Jasper, der Top-Deck-Meister, findet erstmal eine Favorite Passage. Das ist okay. Aber wir kommen an Jorion nicht vorbei. Okay. Oh, Giant Killer. Haben wir noch einen im Deck, glaube ich. Mhm. Ja, das Land für einen Giant Killer, sehr gut. Ja, dann müssen wir einen Turn passen, ne? Ja, leider ja. Das ist echt. Wir können halt irgendwann angreifen und einen Schaden machen. Wow. Das bringt halt gar nichts. Ah, Giant Killer muss jetzt schon kommen, irgendwie. Aber gut, jetzt kann Jasper auch nicht mehr angreifen.
Ah, jetzt kommt ihr. Okay. Jetzt kommen natürlich die Länder rein hier. Ja, irgendwann muss es so sein. Okay, aber vielleicht spielt Jasper auch noch ein Land. Charming Prince, Jorion, das ist nicht gut für uns. Das Das ist ist gar nicht gut. doch hier mit Skyclave, Apparition und Glass Casket, ist das doch immer irgendwie. Nehmen uns Aber das auch schon vier jetzt. Lebenspunkte geschenkt, immerhin. Der Jorion hat mich angegriffen, aber ja, ich Ja, glaube. das kann, ich gucke mir noch den nächsten Draw an und sonst gehen wir in die Ja. nächste Runde, würde ich sagen. Ich denke auch. Gegner virtuell auf 9. War ja Doppel Birth of Miletus dabei, aber 9 ist immer noch zu viel. Leider ja. Und ein Prinz hat 3 Leben gemacht. Also. Es reicht, aber. Nee, warte, wir können die Orion immerhin Wir können wegmachen. halt Jorion töten. Das war ein guter Guter Top-Deck. Pick, auf jeden Fall. Ja, und dann. Okay. Dann spielen Vielleicht. wir den Giant. Moment. Dann ziehen wir den Ja. einen Giant Killer vor. Gut gemacht. Ja, auf Komm. jeden Fall. Also ich meine, das ist Ich immer meine, die Hälfte ist noch. weg, aber mal sehen. Das ist immer noch nicht so super gut für uns. Nee, das stimmt. Okay, Glass Casket nimmt hier eine Illusion, Der klar. Prinz hat 3 Leben gemacht, ne? Ja, Ich okay. hätte da gierig gescryt, So, auf wenn jeden jetzt hier Fall. nichts Schlimmes kommt. Oh Gott, na, ist auch noch so, wir können mit allem angreifen. Wir haben jetzt sogar einen Human hier. Ja, es. Stimmt. Oh mein Gott, wie viele Okay, krass. Fighters. 3 sind im Deck nur, ne? Ich glaube, da hast du dich nicht für das komplette Playset entschieden. Okay, so, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Passieren hier die Blocks? Ja. Oh, wundervolle Blocks für uns. Das ist wirklich gut. Ja, das ist ein toller Block. Dann würde ich sagen, passiert beides hier und Auf hier. jeden Fall. Heben wir uns die anderen auf? Ja, ne? Ja, Ja. ja. Für einen Bonusschaden lohnt das nicht. Aber nächste So. Runde vielleicht. Das ist ja fast lethal on board. Nur Wir fast. machen drei pro Runde. Ja, komm, Gegner, nichts. Ah, jetzt Länder ziehen. Das ist Ist, bitter. ja, Wir haben ja aber. gefühlt nur 5 Länder im Deck. So, wir können jetzt aber mal eins spielen für ein bisschen Damage. Ja, würde ich machen. Auf Also jeden Fall. Drücken wir 5, hier weil er und den Giant hier. Killer nicht geblockt hat. Ja. Netterweise. So. Und bevor unser Gegner das herausfindet, So, dass er den Giant Killer blockt. Gegner auf 6. Geht auf 8, hat 3. Hat, na nee, stimmt, hat nur 2, 2, 4, 0, 4 Blocker. Okay. Die Lebenspunkte sind übel. Was Omen ist ist Omen? stark. Ah, Omen ist super stark. Omen ist Wir stark. könnten ja Bottom, den roten Bottom. X-Zauber spielen. Wäre ganz Das wäre gut. gut, auf jeden Fall. Ja. Und so langsam werden auch die Shocks okay. Ah, Okay, einmal ein Top. Top ist nicht Ah. gut. Ah, okay, sagt aber Go. Ja. Fairy Guide Mother, die spielen wir doch mal auf einen Fireblade Auf einen Charger. Charger, ja, würde ich auch sagen. Wir haben sogar noch einen Fight dahinter. Gar Ja. nicht mal so schlecht. Mal sehen, ist bestimmt ein Behold oder so, was man einfach für 4 castet. Da Ja, dann würde gegenüber. ich Ich denke, es sagen, ist irgendeine gute Karte. ballern wir mal rein. Ich glaube, ich spiele die Fairy Guide Mother nicht aus. Falls das irgendwie ein Wrath sein sollte, will ich hier Fighters One Protection haben. Omen. Okay, vielleicht müssen wir es Das doch ist machen. aber auch viel zu gut gegen uns. Das ist schon ziemlich gut, ja. Leider ja. Warum muss denn jede Karte live gehen haben? Das verstehe ich auch nicht. Bitter. Was soll das, Leute? Sultai Jorion ist schon fast ein besseres Matchup für uns, würde ich Jetzt behaupten. wird hier alles geblockt. Könnte den überleben lassen. Das bringt alles irgendwie nicht so richtig viel, ne? Nicht so wirklich. Ich glaube, man. Ich glaube, das passiert Ich einfach. glaube auch, dass das passiert. Okay, und Unser dann ist. Gegner wird aber auf jeden Fall was Gutes finden wegen dem Omen, wegen dem Ja. Scry. Jetzt ist die Frage, legen wir doch vielleicht die Guide mal dahin? Habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ändert das groß was? Haben halt einen Flyer, ne? Ja, komm. Ja, ich glaube, die eine Guide Mother gewinnt uns halt auch nicht das Spiel, wenn alles abgeräumt wird. Genau, Also eben. komm, rein Ja, jetzt. nicht scryen, einfach Bottom Bottom jetzt die ganze Zeit. Aber Genau, einfach Bottom Bottom. irgendwann muss der Gegner ja was finden. Also ich meine, wir sind jetzt bei Zug 70 und wir spielen nur One-Drops. Das kann. Ja, ist erstaunlich, dass wir das überhaupt noch, dass wir überhaupt noch am Leben sind. Ja, überlegt. Also ist kein klarer Top auf jeden Fall. Okay, Ich meine, er hat ein ja immer Top noch ist. ein Omen of the Sun. Im Notfall. Don't. 12 Mana dahinter. Da muss doch was machbar sein.
Okay, Planes, sehr gut. Ja, greifen wir an für zwei, hm? Greifen wir an für zwei. Settle? Oder noch ein weißes Omen? Noch ein Omen wäre übel. Oh, Glorious Glorious Protector. Protector. Ah, der ist nicht. Vielleicht exiled der sich die Okay. Token? Das Ja. wäre ein gutes Play, ja. Fände ich gut. Das finde ich. Fände ich sehr gut. Das wäre schön, ja. Na gut, müssen wir die Guide Mother protecten? Ja, machen wir. Ich denke Ja. schon. Wenn wir den Giant Killer, vielleicht können wir dann was wegtappen und dann Machen wir immerhin noch einen Schaden. Geht auf machen wir 5. noch einen Schaden. Das ist halt einfach so auf Heftig schwer. verlorenem Posten, ey. Okay. So, Das ist so heftig schwer. Perforous Intervention haben wir noch im Deck, ne? Ja, Ja. haben wir noch im Deck. Würde Geht auch noch. ein 5er Power Eile Trampeltoken Wieder machen. eine Das Karte on wäre top. wirklich gut. Ja, das ist nicht so cool. Okay. Wir machen jetzt tatsächlich immer einen Damage pro Runde. Ah, ja, nee. Eher nicht mehr. Eher nicht mehr, nee. Nee, ich Das glaube. war jetzt Ich der guck. Jorion, der das Spiel beendet, Genau, ich wahrscheinlich. gucke jetzt noch den nächsten Draw an und sonst müssen wir leider ins nächste Game gehen. Ja, schade. Fünf Lebenspunkte. Das war schon nicht schlecht. Oh. Okay, Fervent Champion. Nee, das reicht nicht mehr, Machen oder? halt einen Ja, Schaden. nee, das ist egal. Wir können Okay. halt für eins angreifen und dann Top-Deck, Schock, Schock oder so machen. Also es gibt schon eine Line, die noch gewinnt, aber ich glaube, die Chance, dass das passiert, ist halt Ja, unter nee. einem Prozent oder so. Gehen wir mal ins nächste Game auf jeden Ja, Fall. komm, Schade. gute Starthand und dann draufhauen. So. You go first. Oh ja, das ist auch eine schöne Hand hier. Ja, Was sagst du? Doppel-Ascher. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spielen gegen keinen Companion. Okay, mal gucken. So, Ascher, nächste Runde. Vielleicht noch ein Ascher, wenn ein Blocker kommt. Infuriate Ascher. Mal gucken. Okay, Scout Baron. Direkt ein Live. Oh, ich Oh! wollte gerade sagen, aber Hammer Top Deck. Ja, machen wir Fervent Champion Ascher, oder? Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Alles rein, Ist das. alles drauf. Und dann mal schön schon mal für drei reingelascht hier. Schon mal solide. Komm, Ja, hier noch was so ein spielen wir denn? Combat-Trick. Schwarz-Weiß, vielleicht Esper Control oder so. Was gibt's Legion's End in dem Format? Nee, ne? Oh, Clerics. Clerics. Ah, ist Oh, okay. Schock von oben. Ich Das glaube, den ja. sollten wir auch. Sollten wir direkt spielen? Oder sollen wir Ja, wobei erstmal wir können halt gucken? auch angreifen und gucken, ob wir aus dem Infuriate was rauskriegen. Ich meine, ja, das macht halt einen Schaden mehr. Ich glaube, wir können einfach schocken. Ja, ich glaube, Schocken ist. Wahrscheinlich können wir einfach schocken, Ja. ja. Dann legen wir auch einen Giant Killer hin, oder? Schon mal so als Genau, der kann ja auch noch mal Removal. was wegtappen, wahrscheinlich. Ich Genau. bin gespannt, ob jetzt die 2-4er-Walküre Boah, kommt. ich Die ist ja habe. auch ein Kleriker, leider. Stimmt. Worauf ich keine Lust hätte, wäre Cry the Canarium. Das wäre. Okay, Aspirin. Ah, Okay, Land. Ha. Einfach mit allem rein. Oder erstmal Fairy Guide Mother. Kurz überlegen. So, was jetzt Ich hier gut? glaube, Esperant ist ja nicht gefährlich für uns. Wir sind ja super vom Tempo vorne. Ich glaube, ich würde mit allen angreifen. Wenn das Ding blockt, würde ich Infuriate machen, Ja. wahrscheinlich. Aber will man nicht vorher schon die Guide Mother für mehr Damage irgendwo anders draufdrücken? Also zum Beispiel auf Ah ja, dem. stimmt. Auf so einen Ascher. Ja, oder auf Ja. den Giant Killer. Nee. Nee, Giant Killer wollen wir ja geblockt sehen Ja, stimmt. eigentlich. Der kann ja geblockt werden. Ja, mach mal so. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und alle drauf. So, und dann Kurz jetzt. überlegt, ob wir halt uns einen Token machen wollen noch, Ja, aber stimmt, das wäre. Ah, das ist ja auch eine gute Option gewesen, ja. ich glaube, das ändert jetzt nicht ganz so So, viel. sehr. Geil! Das ist ja mal, das ist gewonnen, oder? Das ist, Also. ja, ich glaube, das bedeutet, da ist kein Sweeper und kein Removal mehr. Und wir gucken uns das Battlefield nochmal an. Wir haben Ja. so viel Power. Wir haben den Tapper für den nächsten Blocker. Ja, das Würde ist ich auch sagen, das müssen wir easy. eigentlich nehmen. Ich meine, wir haben ja keine besondere Aufgabe jetzt heute gehabt, außer Gewinne. Ich würde jetzt sagen, der Gegner hat nicht einfach aufgegeben wegen einem Mulligan oder ähnliches. Wir waren halt mit Ja. sechs Power on board gegen sechs Leben. Ich Also glaube ich hätte es auch. noch nicht aufgegeben wahrscheinlich, aber Ich glaub, das ist einfach ein Sieg, das zählt das und ist das einfach nehmen wir. mal Punkt für uns. Auf jeden Fall. Sauber.
Richtig gut, war gut. Ja, da haben wir es doch noch geschafft, mit den One-Drops easy eben Historic ein Game zu gewinnen. Das war eine ziemlich krasse Challenge. Und ihr habt gesehen, es gab ein kleines Malheur zwischendurch. Ich weiß nicht, das passiert irgendwie in den besten Aufnahmen immer. Ich hatte ein ganz, ganz wichtiges Postpaket, aber an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön an Shibi, dass er einfach so spontan eingesprungen ist und die Moderation übernommen hat. Commander Shibi übernimmt eben kurz den Stream hier. Mega nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein witziges Deck. Ich denke, das kann man sicherlich noch optimieren und da gibt es einige Verbesserungsmöglichkeiten für das Deck, aber die Idee ist einfach ganz spaßig. Nur so ein bisschen einfach im Deck-Brewing, im Deck-Design einfach mal rumtesten. Ja, warum kann man nicht mal einfach Mono-One-Drop spielen? Ich meine, das gewinnt jetzt nicht zwangsläufig, aber das ermöglicht vielleicht irgendwie ein Denken, ein anderes Denken, irgendwie auf andere kreative Ideen zu kommen, Decks zu gestalten. Und das hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Und wie gesagt, die Deckliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch oder auch ein Abo hier auf YouTube freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Solaris. Tschüss.